So, herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Ja, wir hatten eigentlich das für einen Stream geplant, deswegen sind wir auch so weit. Aber jedes Mal haben die Streams abgebrochen, weil Nach wir einer so, gewissen Zeit. weil unser Upload nicht ausreicht. Ja, und hier sieht er das Riesengebäude, was ich schon angefangen habe. Ich bin auch in dem gerade Ja, drinnen. erst mit der Möbelausstatter, da sieht man schon, er macht schon mal Leuchtsäule, macht ein bisschen mehr Licht rein. Ja, weil sonst haben wir das Problem, was du da bei dir auf dem Dach hast. Hier unten. Aber so, nur wir können ja nicht in jeden Raum zu viel Licht reinmachen, weil du willst ja Abwechslung haben. Wir können sogar in einen Raum sogar einen Pool einbauen, also. Ja, und du hau mal hier lieber hier ab hier. Der Oder Zombie. soll ich dich nachhelfen hier? Ja, du sollst nachhelfen. Na. Baustelle, und wie oft habe ich euch gesagt, Auf der Baustelle habt ihr Helme zu tragen. Das ist Vorschrift. ja. Daran muss sich jeder halten. Und Absicherungsseil. Was glaubt ihr, wenn ihr euch mal einen Stein auf den Kopf fällt? Chef der Elben. Was denn nun noch? Jetzt müsstest du sagen, Chef der der Oben. Elben. Chef, was denn nun noch? Der Oben. Bam! Bergs. Naja, aber Ax hat er nicht gemacht. Ja, Er war jetzt. nur da ein bisschen zerknautscht. Ja, jetzt mache ich hier erstmal oben ein paar kleine Säulen. Für die, da oben kommt nämlich jetzt das Aquarium rein. Hey, du Plastikkasper, mach mal dein Aquarium auf! Meinst du das? Ja. Ach, sorry, aber das müssen wir machen. Falls ihr wissen wollt, woraus das ist aus Werner. Aus Werner, da gekotzt wird später, nicht wahr? Ja. Nimm ich den roten. Gucken, wie der ist. Welchen roten? Den roten Stein hier nämlich. Ach so, die Akazienbretter. Ja. Auf, ja, müsste gehen. Wie groß hättest du denn zum Beispiel einen Pool? Weil ich hier nämlich schon einen machen. Enter. Ist da überhaupt unten noch Platz? Guck mal runter. Nicht, dass du durch die. Ah, was hast du? Ach so, das ist ganz unten bist du noch. Ja, ich bin noch unten. Dann kannst du ein bisschen tiefer machen, denn. Ich habe Ja, ja noch aber ein bisschen. erstmal will ich die Größe wissen. Ah, wir haben hier schon. Raus hier! Ich sagte raus! Such dir einen anderen Platz, du dummer Enderman. Aber wie groß soll ich den Pool machen? Ich habe hier jetzt erstmal drei. Machst du am besten nach unten, da musst du auch die Leuchtdinger wegmachen. Unten die Lichter kannst du dann wegmachen. Dann kannst du so breit, die Breite schon gut und dann machst du ein bisschen runter. Und wie viel soll das hier so haben? Da oben zwei und dann einmal ringsrum zwei. Das geht am besten. Da haben die genug Platz, um rumzulaufen. Oder ich mache goldene Säulen. Ja. Irgendwie, das sieht nicht aus. Also drei hier so, ja. Und wie soll es hier in diese Richtung sein? Einen runter, genau. So, dass an jeder Seite zwei sind. Da haben die genug Platz zum Langlaufen. Sind mal gucken, wo Gold überhaupt ist. Das muss ich oben eingeben, Gold. Ja, hier ist aber auch der Goldstein. Also so hier, ja. Ja. Und die Tiefe? Machst du noch in einer Tiefe noch? Also die Erde hier auch noch in Ja. diesem Feld weg. Und dann kannst du ein bisschen hinten durchziehen, den Pool. Und da an zwei Seiten machst du etwas flacher, damit die da besser reinlaufen können. So ungefähr. Ja, das sieht doch geil aus. Na, die sichtbaren Wände, die tausche ich aus. Ja, so wie das.
Eigentlich hier noch ein bisschen Dachschrägen und dann kommt das Aquarium da so zwischen. Ich vergesse jedes Mal, dass es die Schultertaste ist. Na, nicht dahin. Dahin. Die sollen das hier oben erstmal offen. Weil die kann sein, dass es nämlich noch ein bisschen höher wird. Ja, da, dieser Raum wird nicht sehr groß hier. Die halten sich hier alle in dem Schatten auf. Die Monster. Ja. Falls ihr euch wundert, Monster, warum wir Monster haben, aber nicht angegriffen werden, das liegt daran, wir spielen im Kreativ, auf leicht. Aber das wisst ihr ja schon von der ersten Staffel Minecraft. Ich mach 10 nur, Steine, mach ich jetzt so hoch 1. Nur dass Ender mit den anderen Leuten in friedlich gespielt hat, also ohne Monster. Das hat er mir zuliebe gemacht, weil ich gerne da jetzt ein oder andere Monster beseitige. Ja, auch wenn er dadurch nicht gerade schnell vorankommt. Ja, ich weiß. Aber weil man ja, man kann eine Million Videos hier davon reinpacken. Mehr als genügend Videos. Also an Videos wird es nicht mangeln, definitiv man nicht. Man kann sagen, wenn es gut läuft, wird diese Staffel unendlich. Ja, aber ich denke mal, wir setzen ein Limit. Müssen wir wieso, weil die Konsole kriegt jemand anders. Ja, den kennt ihr auch. Ja. Deswegen werden wir eine Staffel machen mit der Konsole und die dritte Staffel. Aber wir werden eine dritte Staffel in dieser Stadt weiterbauen. Und die dritte Staffel bekommt sogar einen Boost. Boost? Ja. Jedenfalls, wenn es möglich ist, werden wir sehen. Und wenn es nur 60 Bilder sind. Ach, das? Weiß ja nicht, ob das funktioniert. Das meinst du mit Boost? Ja. Ich muss den gerade überlegen. Ja. Treppen sind nicht mehr wasserlockt. Ah, Tatsache, ist ja geil. Ist kein Hohlraum mehr, wie früher. Ja, das hat mich auch mal gestört, dieser kleine Hohlraum. Da. Ja. Jetzt sind sie perfekt. Das sind noch Dreier. Jetzt ist es perfekt, wenn man hier Wasser auf die Treppen schüttet. So. Und da hätten wir schon mal einen Pool. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Hätte ich mir den ersten Mal recherchiert. Den Boden werde ich aber rundherum um die Seelaterne mit den Prismarinen auslegen. Man könnte natürlich auch was anderes nehmen. Mache ich vielleicht in einem anderen Raum. Und? Was sagst du, Ender? Ja. Ein Badezimmer schon mal. Also ein Badesuite ist das. Hat man schon mal einen kleinen Pool. Ja. Tap, 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 platt. Kann man rumplanschen. Da kann jemand seine Quietsche unternehmen und dann bloß. Quietsch, quietsch! Zum Beispiel Ernie. Ja. Wir können aber leider. Doch, wir könnten einen Whirlpool machen. Mhm. Wenn ich den Boden mit Seelensand oder Magma-Würfel mache. Ja, irgendwo. Drei. Und je nachdem, was man verwendet. Ah, ich habe den Fehler gefunden. Hier ist einer zu viel. Und je nachdem, was man verwendet, gehen die Säulen hoch oder runter. Runter, wenn man Lavablöcke verwendet. Und rund und hoch, wenn man Seelensand verwendet. Wie viele Betten wünscht der Herr? 20. Das passt nicht in einen Raum. Ja. Ich meine in einem Raum. Machst du zwei rein? Also Doppelzimmer. Ja, jetzt ist die Säule richtig. Welche Farbe wünschst du?
Unten sind nicht so viele Sterne, Holz. Weiß, hellgrau, grau, schwarz, braun. Nimmst du braun? Also das, was ich auch in dem Bewohnerhaus genau, in dem Bewohnerhaus genommen habe, Ja. wo wir es noch als Stream versucht haben. Obwohl mir die Säule lieber hier in der Mitte lieber wäre, fällt mir gerade in da, wenn ich die genau hier abschließen würde. Als Vierer, dann wäre die sehr fett, die Säule. Aber würde trotzdem funktionieren. Dann sind die ein bisschen fetter. Ja, mache ich auch so, das sieht ein bisschen edler aus da. Weil hier habe ich mir nicht genau die Mitte getroffen. Schlecht. Wow, ich habe genau die Mitte getroffen. Ja, mach ich dann hier. Ist doch eine Idee, oder? Ja. Auch wenn dadurch die Scheiben sich verbunden haben. Da, hier ist es mich dann auch abgeglichen. Einfach, Angeglichen. ja, auch wenn die Säulen sehr fett werden dadurch. Aber oben soll halt wieso so ein Foyer oder wie man das nennt hin. Na, oh, das sind unsere Nachbarn. Aber wir sollen die Aufnahme irgendwann beenden, weil ich muss noch was holen. Ja. Gucken wir so. Ja, wissen haben wir noch. Ich würde sagen, wenn es ungefähr 19 Uhr ist, machen wir uns dann los. Einverstanden? Ja. Also jetzt noch weiter auch noch was zu deinem Kanal auch noch. Einmal deinen Getränke und dann noch für deinen Kanal. Ach, ich dussel. Ich hatte braunes Bett schon in der Tasche. Ist das ein Gitterbett oder was war das? Ich habe hier drumherum ein Eisengitter gemacht. Also. Als Zierde. Schon wieder ist die Säule ein klein bisschen. Und genau hier. Ja? Kann ich euch mal kurz stören? Ist Aufnahme. Oh, Leute, oh. Ja, das war gerade einer unserer Nachbarn. Jedenfalls haben wir hier ein kleines Doppelbett, was umrahmt ist. Ich habe es natürlich nicht so gemacht, dass sie hier eingefärscht sind. Das wäre ein bisschen fies. Ja, wie in dem Film. Wer ja, den Film kennt, zurück in die Zukunft. Ah ja, Gewöhn dich schon mal an die Gitterstäbe. Ja. Das meinst du, stimmt's? Ja. Guck mal, wie ich das jetzt richtig habe hier. Ja, jetzt halt die Säule richtig. Es war ein bisschen bunt, aber einfach zugemaut, dann sieht's keiner.
Ja. Dann ist die erste Säule schon mal fertig. Ich bin gespannt, wie du die Lobby ausstatten wirst. Da kannst du richtig austoben, da kannst du schon viel Stühle und so reinmachen. Die Lobby? Ja. Du meinst das da oben oder was? Ja, was ich jetzt mache. Was war denn das größte Bild, was man bekam? Ich glaube, das war 9er. 3x3, glaube ich, war das Also bestimmt. so wie ich hier die Wand gemacht habe. Ja. Aber aber die Frage ist positionsmäßig. Weil ich kriege hier immer nur die Zweier. Und wenn ich das da anklicke, nur ein Einer. Na, wir haben schon wieder Phantombesuch. Ja. Das ist die Größe. Ja, das ist das, ja, das Neuner. Nein. Das ist 3 mal 4. Also, Da. ja, ah, um 4. Das ist das Größte. Bis auch sieht, welche Späte die sollen noch viel höher machen. Weil ich ja noch ein bisschen Dachschrägrand baue und so. Von hier sieht es zwar ein bisschen komisch aus, aber naja. Dann lasse ich das lieber. Wenn das so in der Gibt es hier Luft. Kassen oder so was auch noch? Nee. Dann müssen wir einfach so einen Tresen machen, dann hier oben in der Lobby. Ich muss mal kurz hier die Schalen wegmachen. Ich hoffe, du hast dein Glas dabei. Warum muss denn da. Weil ich hier ein Zweierbild, ein 1x2-Bild hinkleben möchte. Sonst kriege ich die immer. Da muss ich hier mal die Schalen wegmachen. Dann hat man diesen. Nochmal den. Und den Pinocchio. Welches hättest du lieber, das Das ist oder den egal, das muss Pinocchio? den Bewohnern gefallen. Nimm irgendwas, so viele Bilder gibt's da nicht. Nimm mal den hier, den Pinocchio. Muss halt dann nur die Gläser hier neu bauen. Weil ich sonst große immer kriege. Wie viele Fische kann man überhaupt reinmachen eigentlich? Oder Da wird fragst du mich etwas, was ich dir nicht beantworten kann. Dann hauen wir da so viel rein, wie da geht. Ich bräuchte jetzt die Trapdoors. Und über die Lobby kommen die Zimmer mit den Balkons. Die ersten Balkons kommen hier nach. Aber da lohnt sich dann. Da ist die Aussicht schon relativ hoch. So, dann kommt schon mal erstmal die erste Linie an. Muss so viele Linien machen, bis es so ein Dach reicht. Also gibt zwei Schichten. Hoppala, aufgestoßen. So.
Muss ich erstmal Schrägen suchen. Direkt Schrägen haben wir ja nicht. Aber diese Treppen musst du da nehmen. Ja, Treppen. Oh, da nehme ich. Was ist das für welche sind hier? Bambus ist das? Farbtechnisch passt Bambus am besten. Aber das soll schon ein bisschen abheben von dem Gold. Okay. Ich nehme Dunkel. Da musst du was anderes nehmen, da hast du recht. Ja. Ich weiß, könnte mal gucken, poliert er. Das soll auch nicht am Boden so ab. Das soll sich an Boden. Nämlich rot. Gucken, wie das aussieht. Ja? Du musst schon die Treppe markieren, die du benutzen willst. Oh, auch ein bisschen so zu dunkel. Nämlich doch blau. Oh, blau gibt's hier hin. Doch, hier. So ein helles Blau nehme ich dann. Das. Prismarin. Ja. Ah, hier sind sie. Oh, das passt gut. Ja. Na, die werden leider so. Zack, angepasst. Da muss ich die Schicht aber sehr dick bauen, merke ich gerade. Leider Gottes. Das sind nämlich drei Schichten, nämlich bis hinten hin. Da werden die Säulen dann auf jeden Fall richtig hoch werden. Dann geht das Aquarium ein bisschen in die Tiefe rein, kann man sagen. Also es geht etwas tiefer, da kann man die Seepflanzen darin bauen. Die sieht man, muss man nicht unbedingt sehen. Dann sind die verdeckt, die Seepflanzen. So, und ab da kommt dann Glas hin. Was sagst du? Ender? Ja, eine Bildergalerie. Habe ich auch mal bei anderen YouTubern geklaut, diese Möglichkeit. Ich weiß, ich bin ein schlimmer kleiner Finger. Ich bin mal kurz weg. Auf dem Balken, ja. Ja, du hast es erfasst. So, und jetzt kann ich die Dachteile machen. So, das ist schon mal die erste Seite dann gleich fertig. So. Oh, das sieht schon krass aus. Dann kommt hier drin noch irgendwas anderes drin, was tiefer geht. Ein Pool oder so kann da drin noch.
Oh, Shadow Drain ist ja da. Jo. Geschäft erledigt. Das Gute ist ja, dass es hier so dick ist. Ja, da könnte man hier drin auch noch einen großen Pool reinbauen. Auch noch. In der Lobby. Auch was, wo es tiefer reingeht. Weil das sind vier Schichten Beton oder fünf Schichten sogar. Naja, vielleicht nicht Beton. Aber ich weiß, was du meinst. Schade, dass man das nicht zum Leuchten bringen kann. Das wäre ein Eyecatcher. Ja. Oder? Ah, das Blau passt richtig gut zu dem Gold. Sieht ein bisschen aus wie beim Adlon. Sieht das aus hier? Das Adlon? Ah ja, dieses berühmte Hotel da, ja. Ja, in Berlin. Was leider aussieht wie ein Neubaublock, aber drinnen sieht es geil aus. Und wie gesagt, hier musst du dann die Scheiben erneut einsetzen. Die ich leider beseitigen musste. Doch, so sieht das jetzt aus, da. Oh, hat was. Mit den Säulen. Gefällt mir. Ich muss auch die Säulen noch viel höher machen. Definitiv. Aber hat was. Da ja. Hast du recht, Ender. Hier muss ich auch kurz die Scheiben wegmachen. Das ist aber eine Bautechnik, die kennt da schon von Staffel 1. Die Ender da, die du da verwendest? Ja, das ist nämlich von dieser Kirsche, die ich gebaut habe. Ah ja, genau. Jetzt erinnere ich mich. Das ist nämlich meine Lieblingsbautechnik. Warum oder, eigentlich? Weil ich finde die Schrägen einfach so geil mit den Säulen so, das passt immer richtig. Ich bin Säulenfan. Säulenfanatiker? Ja. Deswegen fand ich die falsche Farbe. Deswegen fand ich die griechische Mythologie auch so geil. Na, no, die haben wir hier nicht. Ja. Hä? Hier ist ein Fehler. Aber ja. Ah, die Säule habe ich noch nie angepasst, ja. Merke ich gerade. Das ja. Muss geändert werden. Kann man sie hier erstmal abbeißen, die Seite? Blub. Na und mit dem normalen Prismarin hier unter Wasser sieht auch schick aus. Das war erfrischend. Hm. Ja, ich habe mal ein Bad genommen. Ja, hast du wenigstens den Bart auch gewaschen? Natürlich! Was denkst du denn? Also mal ehrlich, glaubst du mal ernsthaft, dass ich den Bart nicht waschen würde? Küche. Wie mache ich die am besten? Ja, können aber leider auch. Wir können auch keine Fernseher bauen. Ja. Hey. Ja, wir kriegen schon wieder Besuch von dem Wandering Trader, also dem... Da scheint der zweite zu sein. Der zweite ist aus dem Hotel rausgekommen. Das können wir nur... Nee, das ist ein anderer. Der im Hotel, der hatte nämlich ein braunes Lama mit dabei. Und der hat zwei... Und dieser hat zwei weiße. Der wohnt nämlich in einem der oberen Ebenen. Aber ich glaube, der ist in der Zwischenzeit despawned. Die bleiben nur eine gewisse Zeit. Leer. Da war ich eben gerade rum bei dir vorbeigeflogen. Ja. Auch leer. Auch leer. Viermal das. Ebenfalls leer. Viermal dieselbe Suite ist das. Ebenfalls leer. Ja. Also ist das ein neuer. Neuer fahrender Händler. Der Kollege hier. Lass mal sehen, was der Auflager. Ich guck mal, was der Auflager hat, ja? Mhm. Hallöchen. Mhm. Roten Sand. Das
Das hier kann ich jetzt nicht genau erkennen. Tropenbaumsetzling, Slimeball. Sheesh. Ja, jetzt kann ich hier auch die Dachteile machen. Potzloll, Sternenlauch oder wie die Pflanze heißt und irgendein Sandstein. Hast du Glück, dass ich den Jambus nicht dabei habe, sonst. Boah. Mehr brauche ich nicht sagen, oder? Irgendwann kommt ja kein Händler mehr. Hey. Ich vermisse hier jemanden. Ich vermisse den Werkzeugschmied. Er hätte es da drin einsperren müssen, wenn er nicht gehen will. Oder hast du den schlecht bezahlt? Eigentlich gar nicht. ja, klar. Das sollte nicht der Grund sein. Der arbeitet freiwillig. Wie Diener Johann. Diener Johann, der arbeitet ja auch freiwillig, weil er wohnen darf und weil es auch gerne macht. Und weil er sich um die Kinder kümmert. Tick, Trick und Track. Ja. Später natürlich auch noch Niki. Ja. Die Tochter von Frieda. Nicht wahr? Ja. Hm. Ja, hm. Okay. Auf ein neues. Auf eine neue Suche. Also die darf rein, mache ich fertig und dann hören wir erstmal den. Mit der Aufnahme auf, weil ich dann noch ein paar Nudeln esse. Mhm. Damit wir auch noch pünktlich, weil bis um 8 Uhr ist der Laden offen. Ja. Auf ein neues. Ich habe aber jetzt eine andere Idee. Der Normale ist ja abgehauen. Nicht wahr? Ja. Aber... Kannst du nicht Fertiges bauen oder so? Doch, könnte ich. Dann auch gleich einen Fertigen. Die werden automatisch fertig gemacht, aber sind halt nicht immer die Jobs, die ich will. Ah ja. Da ist das, was ich gesucht habe. Und hast du eine Ahnung, was ich machen will? Ja, ich hab da die aufgepasst, weil ich bei mir auch noch. Namensschild? Ein Schilderbauer? Nein. Ich will ihn benennen. Achso. Also ihm einen Namen geben. Na, bei Namen geben ist ja relativ gut. Das heißt aber, dass ich einen Amboss brauche. Ein Stein hatte ich weggemacht, versehentlich. Komm's! Der ist despawned. Komm, das ist eine Dreierreihe. Da willst du auch schon, was ich hinbaue. In dieser Dreierreihe. Hier kommen Glowstones ran, hier so. Und da kommt unten und oben so eine blauen Dachteile ran. Was bist du für ein Kollege? Damit außen auch ein bisschen Licht ist. Hey! Er wird nicht gepennt. Noch nicht! Ja. Nein, das machst du nicht! Kollege! Sieh zu, dass du Land gewinnst, du Untoter. Wenn du kein Land siehst, dann siehst du eben den Boden. Ob
Ja, guck mal, wie die Dinger hier durchleuchten. Das sieht aus, ey. Pack ich erstmal hier hin. Und in drinnen mache ich nur so eine dünne Vierersäule. Nur außen rein die fetten Säulen. In drinnen kommt nur eine kleine Säule. Um das Aquarium ringsherum abzusperren. Und in der Mitte wohnt man dann. Ich überlege, ob ich 4 oder 6 Schichten nehme für das Aquarium. Könnte sein, dass du jetzt gleich nicht weiter bauen kannst, weil ich in das Tastenfeld muss. So, du heißt ab sofort Maranus. Ja, 5 Schichten, 5 Reihen müssten reichen, oder? Wie mein? Für das Aquarium 5 Reihen? Ja. Hoppala. Oh, da muss ich bis hier vorne. Hey, nicht abhauen! Wo ich das jetzt am. Ah, genau. Dann war ich hier rund. Na toll. Das war klar. Ich hasse dich. Die sind auch voll. So, das war dafür, dass du ihn umgebracht hast. Grammuff. Abhauen scharf. Ja, sind 5. Auch wenn die Säulen noch höher müssen. So. Das muss ich jetzt so hoch bauen und das hier tief bauen. So, jetzt auf den. Ja, jetzt heißt er Maranos. Ab sofort heißt er Maranos. Da siehst du es. Ja. Der ist ab sofort Maranos. Mann, gut, dass ich die Tür noch in der Tasche hatte. Ja. Weil ich den Kreis hier unten fertig habe, also ringsrum, dann wird das mal aufgehört. Ja. Da ich mir noch 20 Minuten bis vor 19 Uhr. Deswegen ja. Damit ich die Nudeln noch essen kann. 18:42 Uhr haben wir es. Ja. So. Ich hoffe mal, dass er diesmal nicht verschwinden wird. Ja, knapp in 40 Minuten ist das Video.
Bei 57 hat man nämlich angefangen. So, das hier muss ich dann ausfüllen hier komplett hier. Und ich bin dann überlegen, ob ich hier dann irgendwo, ob das ein großer Pool wird, weil hier durch diese Tiefen kann ich einen schönen tiefen Pool machen. Durch das hier. Dann kann man mit Delfinen und so schwimmen. Ja, deswegen ja zum Beispiel. Ich würde sagen, die werde ich auch reinsetzen, wenn ich mich darum kümmere. Ja. So, der Amboss ist nicht mehr da, die Scheibe ist repariert. Und ich mache ab hier 10 hoch. 1, 2, 4, 5. Also kommen nochmal 5 ran. Zur Sicherheit habe ich aber hier blockiert. Wir wollen ja nicht, wenn du Scheiben ausfüllst, soll ich das dicke Glas nehmen oder wird auch das dünne Glas bis zum Rand jetzt ausgefüllt? Wie bei den Treppen? Oder ist dazwischen auch noch Luft? Beim Wasser? Das weiß ich jetzt nicht. Kannst ja ausprobieren. Nimm mal 2 dünne Scheiben und füll da mal auf. Mal sehen, ob du eine Lücke findest. Dann können wir jetzt herausfinden, ob wie mein jetzt? Irgendwo ringsrum bauen und dann mit Wasser ausfüllen bei den Scheiben. Ob das komplett ausgefüllt wird? So meinst du? Jetzt einmal innen drin mit Scheiben rumbauen. Ja. Die Scheibe ist falsch platziert. Dann können wir es nicht schnell noch herausfinden. So meinst du, ja? Ja, und da drin jetzt Wasser reinfüllen. Ich hoffe, das sickert nicht durch den Boden. Nein. Dann können wir rausfinden, vielleicht. Nee, nicht. Oh, das verbleibt so. Also müssen wir das dicke Glas nehmen. Das verbleibt leider so, ja. Wie du hier siehst. Nee, das ist leider nicht. Das haben sie leider nicht geändert. Ja, schade. Auch bei den Treppen hier hingekriegt, aber hier nicht. Komischerweise. Muss man extra doch das dicke Glas nehmen. Schade, Roma. Was soll's? Hätte nicht sein sollen. Ja. Ja, klar. Glaubst du ernsthaft, dass ich das so lasse? Ich würde nur das Wasser weg haben. Ja, ich wollte nur das Wasser weg haben. Mehr nicht. Oh, eine Säule habe ich schon mal gemacht, damit ich mir das besser merken kann für das nächste Video. Ich flicke jetzt nur noch mal schnell das Loch, was ich hier gegraben habe. Zum Test. Die blöden Phantome. Ja. So. Siehst du noch irgendwas von der? Siehst du noch irgendwas von dem Loch? Nee. Gut. Mäh! Der biologische Mähdrescher. Ja. So, jetzt habe ich ein Ding schon mal höher gemacht. Fällt kaum auf, dass da 5 mehr sind. Auf der linken Seite. Ja, so vom Überblick her fällt das wirklich kaum auf. Ja, man merkt nur, dass du links ein minimal höher ist. Seit der hatte zu viel schon, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, deshalb. Der hatte schon ein paar Ebenen mehr gehabt, ja. Aha. Deswegen fällt das kaum auf. Dann gleiche die noch an und dann warst du das mal für das Video. Hey, was machst du denn hier draußen? Marados. Rein in dein Haus und drin geblieben. Wenn wir mindestens 3 Videos oder so haben, dann würde ich sagen, dann laden wir die Staffel hoch. Ja, dann würde ich auch sagen. Dann machen wir am besten morgen dann auch noch eine Staffel weiter, oder? Ja. Dann machen wir nachher bei dir noch Asterix ein paar Videos und machen dann die Staffel morgen weiter. Ja, können wir machen. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video erstmal war. Ja, und wir sehen uns dann später wieder. Und so sieht das Gebäude schon aus. Nimmt schon langsam Gestalt an. Ich bin gespannt, wie riesig das ist. Das hier reicht ja aus. Dieser Turm da hinten wird übertrumpft, auf jeden Fall. Ja, das war nämlich der
will Pillager Outpost. Ja. Und tschüss. Ciao.